Jo, hallo Leute, hier ist wieder euer Table Channels Gamer. Herzlich willkommen zu einer neuen Charaktervorstellung hier bei Fire Emblem Warriors. Heute spielen wir mit der guten Kamui. Ja, mit der guten Kamui, ihr seht hier, habe ich auch schon ein paar Runden gemacht. Ist noch ein bisschen was frei. Ja, hier können wir sogar noch ein bisschen was einsetzen, aber ich muss ein bisschen, ich muss ein bisschen Material sparen. Ja, deswegen können wir das jetzt leider nicht machen. Aber, sie ist auf jeden Fall auch eine der Personen, die ihre Waffe weiterentwickeln kann auf 240 Stärke. Das geht mit ihr auf jeden Fall auch. Und ich habe sie bisher noch nicht so oft gespielt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist nicht so mein Charakter, aber schauen wir uns mal den Status an. Deswegen ist sie auch nur Level 40 bei mir. Ja, hat aber für Level 40 schon ganz gute Werte, kann man sagen. Ich meine, da fehlen noch 59 Level und dafür hat sie schon echt ganz gute Werte. Ist also schon ein starker Charakter auch. Und, was mache ich denn hier? Ich möchte auch einen runter. Genau, da möchte ich hin. Und das ist ihre Waffe. Hier sehen wir es auch an dem Zeichen da unten, dass sie die wahre Kraft des Schwertes noch rausholen kann. Aber ich würde sagen, bevor wir jetzt hier weiter viel über Statuselemente oder sonst irgendwas reden, gehen wir einfach mal in den Kampf rein. So, hier sind wir jetzt unterwegs mit der guten Kamui und sie auch eine Schwertkünstlerin, wie ihr seht. Nur ein bisschen wilder. Ein bisschen wilder als Shion jetzt zum Beispiel oder auch als unsere Schwester da, die Lian heißt sie, glaube ich. Ich vergesse immer, wie sie heißt. So, aber schön wild, ja, und mir ein bisschen zu wild, ehrlich gesagt. Zwar schön schnell, ich mag schnelle Charakter, aber ein bisschen zu schnell, sie bohrt sich da durch. So, gucken wir uns mal die A-Attacke an von der guten. Oh mein Gott, heftig, Alter, da bekommt sie Flügel und haut alles in, was weiß ich, was wo rein. Ha, zieht's euch rein, wow. Okay, also jetzt ordentlich drauf und dann wollen wir natürlich auch die R-Attacke, die wollen wir uns natürlich nicht, die wollen wir uns auch anschauen, nicht entgehen lassen, ja. Zack, aber erstmal ein bisschen durch, da muss natürlich R erstmal nach unten rutschen jetzt. Oh, da habe ich wieder was Neues eingesammelt, ist ja nicht so gut. Wow, und da kommt sogar hier ihr Dragon kommt raus, sie kann sich in einen Drachen verwandeln und dann ist da auch Schluss. So, aber sie auch eine Schwertkämpferin natürlich, ja, also kleine Schwertkämpferin hier mit schönen normalen Nebeneffekten. Zack, haut sich da so ein bisschen durch, bohrt ihr Schwert einfach überall rein. Das ist doch schon mal ganz schön. Wow. Und da kommt ihre Attacke. Wow, zieht's euch rein, Leute. Wie geil ist das denn, Alter? Sie wird zu einem richtigen Drachen und haut da alles aus dem Leben. Ja, das ist also ihre Attacke, ihre Spezialattacke. Und ja, ansonsten ein schöner Schwertkämpfer. Kann man sich auf jeden Fall geben. Da auch ein Level Up jetzt natürlich. Kann man sich auf jeden Fall gut geben und ist jetzt nicht ganz mein Charakter, muss ich ganz ehrlich sagen, gefällt mir nicht so gut. Aber ja, ich hoffe, ihr konntet einen guten Eindruck von dem Charakter gewinnen und euch vielleicht für oder gegen den Charakter entscheiden, wie auch immer. Vielleicht spielt ihr auch einfach mal selber, wenn ihr das Spiel habt. Aber das als kleine Vorstellung von Kamui hier und vielen Dank fürs Zusehen, würde ich sagen, an dieser Stelle. Und bis zum nächsten Mal, euer Table Tennis Gamer. Tschüss!